Servus Leute, heute befinden wir uns auf dem Sportplatz. Johannes hat mich dazu überredet, hier ein schönes Crossfit-Outdoor, richtig Hipster-Training durchzuballern. Normalerweise mache ich das Ganze lieber mit schweren Gewichten, aber Johannes ist einfach zum Fitness-Hipster geworden. Deshalb hat er mich dazu überreden können, zum ersten Mal in meinem Leben schönes Outdoor-Training zu absolvieren. Du wirst dich wundern, deine Muskeln werden platzen und heulen vor Schmerzen. Also ich denke auch, dass es auf jeden Fall intensiv wird. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Video. Paul, wie lange ist es her, dass wir beide zusammen trainiert haben? Jetzt mal ernsthaft. Ich weiß gar nicht. Doch, im McFit irgendwann mal. Irgendwann mal vor Monaten, also letztes Leute. Jahr noch. Letztes Jahr. Ja, aber wenn wir nicht viel zusammen trainieren, dann telefonieren wir auf jeden Fall sehr viel. Ja. Das ist unser neues Hobby jetzt, dank Corona. Ich will vorstellen, du machst dir 10 bis 12, das ist noch ein leichtes Band. Danach gibt es richtig Widerstand. Okay. Also 12 Wiederholungen sind auf jeden Fall sehr. Ich bin ja, was Brustvolumen angeht, auf jeden Fall eine Pussy. Deswegen mal schauen, wie lange ich hier durchhalten werde. Er macht halt nicht viel für die Brust, weil er nicht so viel braucht. Und er wird weniger besser klarkommen. Deswegen macht er eigentlich nur noch Bankdrücken. Ja. Aber jetzt 10 Tage Trainingspause. Seit 4 Jahren, das erste Mal. 2, komm mal. 3, push. 4, Schub. 5. 6. Komm, hat selbst Marc 10 Stück geschafft. 7. 8. 9 Schub. 10. 1. Das ist ungewohnt, ne? Gleichgewicht, ja. Ja, du musst ein bisschen gegenstabilisieren. Also ich habe einen Einsatz gemacht, die hat schon einen super Pump. Ja, ich verwirre jetzt auch schon gut am Start. Das Gute ist aber, dadurch, dass du nach unten hin weniger Last hast, ist es nicht ganz so belastend. Ja. Also du sparst dir quasi Belastung in der exzentrischen Phase, was ziemlich geil ist, aber auch irgendwie ziemlich scheiße. Alles hat seinen Preis, jetzt geht's hier weiter. Das fette Band, ich glaube, das hat so 90 Kilo. Was? Ich glaube, ich schaffe nur so 6 bis 8 Stück mit dem Band. Das ist richtig brutal. Ich finde jetzt die Griffe auch nicht gerade optimal, sag ich mal. Gut. Optimale Trainingsbedingungen gibt es nur bei dir zu Hause. Das oder im Gym. Halt, ne? Ist ja nicht jeder so verwöhnt. Ja, in Österreich haben die Leute bald das Privileg, wieder ins Gym gehen zu dürfen. Hoffen wir, dass es in Deutschland auch bald so ist. In den anderen Bundesländern ist es ja schon so. Da die Regelungen muss man nicht verstehen. Muss man nicht. Neuer PR, Paul? Ja, let's go. Das Wetter ist geil, die Stimmung ist super. Puh, 8 Stück sind Pflicht, 8 sind absolute Pflicht. Ich habe schon lange nicht mehr mit Gummi gemacht. Komm on. Leicht. Ja, schön. Sauber, komm on. Ja, hier. Let's go. Fünf. Ja, komm. Ja. Achte, dreh, komm. Jetzt. Ab, ab, ab. Ja. Oh, hast gesehen, hier oben kann man sich. Gibt einen schönen Nackenabdruck. Unten kann man sich schön ausruhen. Unten ist easy, aber oben ist brutal. Haben wir gesehen, wie der Pause hier anstellt. Wahrscheinlich liege ich jetzt so quer. Mach mal Luftliegestütz. Ah, ich hab keinen Bock drauf hier. Das ist auch unangenehm, Alter. Ja. Richtig. Komm on, Paul, let's go! Ich spür schon die Belastung am Rücken. Bleib mir ja dran hier, bleib mir dran. Das ist gut. Und eins, Schub. Zwei, bleib gerade! Digga, mich zieht's nach hinten. Drei, Schub. Bleib gerade! Ah! Das Gummiband. Dann mach gerade, Alter. Du musst immer gerade machen, verstehst du? Bleib mal oben hier. Junge, hier. Du bist ein stabiler Bub. Push. Komm. Schub. Schieb hoch, Mann. Ist doch kein Kindergeburtstag. Das ausruhen. Alter. Es sah wirklich aus wie ein Liegestütz, Freunde. Ja, meine Beine zieht es doch hinten. Nach oben. Du musst schon ein bisschen gegenhalten. Junge, mein Freund. Ja, ich habe das halt schon öfter gemacht. Deswegen. Du hast einfach schwere Beine als ich. Oder schwere. Das ist intramuskuläre Koordination. Hab das halt einfach schon geübt. Ja. Ja. Und außerdem bin ich halt viel stärker als du. Das war gerade ein krasses Gefühl, ins Sand zu steigen. Meer-Feeling, Urlaubs-Feeling. Voll, oder? Auch die Luft so. Übrigens habe ich hier noch ein richtig geiles Tool, Angels 90. Freue ich mich schon, den Paulus vorzustellen und natürlich euch auch. Richtig cool. Könnte man hier auch gut bei den Klimmzügen nehmen. Aber dafür ist die Stange zu hoch, zu niedrig, weißt du? Also noch kleiner, ja. Also die sind eh schon so groß. Einer zeige ich euch gleich, richtig geil. Leute, ich bin so schwer, ich muss mich halt erst einmal aufwärmen mit Gummiband, bevor ich dann vielleicht ohne Gummiklimmzüge mache. Mal sehen, wie es sich anfühlt. Körpergewicht 130,6 heute früh, also ein Fliegengewicht fast. Also in Klimmzügen zieht mich der Paul definitiv ab. Aber sowas von. Oh.
lange zieht sich hoffentlich nicht ab, weil die sieht langsam. Ah, die kann das ab. Hoffentlich. Bist du auch ein langes Kerlchen? Wunderschön. Eieiei. Muss ich mal von hinten angucken, sieht richtig gut aus. Junge. Richtig Oldschool-Feeling. Am Strand schön pumpen, Junge. Geil, Paul. Yeah. Richtig gut. Der neue Muscle Beach. Das fetzt. Ich mache jetzt eine Ruderübung mit diesen Angels-Griffen. Wir müssen mal gucken, wie wir sie anbringen wollen. So, ich will so rudern. Das ist quasi wie so ein halber Ring. Weißt du, was ich meine? Ja. Kannst du genau reingreifen. Da gibt es dazu noch diese Bänder, müsst ihr euch aber extra kaufen. Ansonsten, ihr könnt es auch einfach deine Stange dran machen, weißt? Also egal wie ihr es macht, probiert es unbedingt aus. Das ist auch fürs Gym richtig geil. Kann man auch an Handeln festmachen. Also wirklich, da freue ich mich schon. Ich weiß jetzt da hier. Freut er sich. Nee, weil du kannst es halt beim Blatt ziehen, machst du oben ran. Dann hast du halt einfach mal einen neutralen Griff. Ja. Kannst Untergriff, ist viel ellbogenfreundlicher. Und ihr zu Hause könnt euch einfach irgendwo eine Stange schnappen und dann damit rudern. Ich bin gespannt, was du sagst. Oh, easy. Ja, die Füße müssen ein bisschen höher. Oh. Ja. Weiter, komm. Easy. Weiter. Ja, so geht's, oder? Ja. Oh. Hammer. Dann bist du ein Fleischmonster, ey. Pull, Hammer. Zug. Oh. Jawohl. Zug. Oh. Fleisch auf dem Rücken, komm. Deine Schwäche. Da muss mehr ran. Zug. Oh. Ja. Oh. Dann bist du stark, Alter. Oh. Oder bist du zu leicht? Ja, zu leicht geworden hier, der Lauch. Und wie greift sich's? War schon geil. Normalerweise ist das Set immer mit zwei Gummibändern, ein blaues und ein schwarzes. Das habe ich nochmal extra zwei Stück dazu bestellt für mehr Widerstand. Voll. Das sieht gut aus auf jeden Fall. Ja. Aber es ist ganz schön leicht. Ne? Zurückkommen. Jawohl. Was ich an den Gummibändern geil finde, und ich war wirklich überrascht, weil ich habe das so belächelt, dass ich, ja, die Gummibänder, ja. Die haben schön gleichmäßige Widerstand, nicht wie die normalen Bänder, sondern es ist schön gleichmäßig, man kann damit Curls machen. Seitdem wird wirklich richtig geil. Zug. Jawohl. Die Kinder wollen mitmachen, Paul. Ja. Kennst du auch. Das ist ein Superheld, die auf dem Spielplatz rumtun. Superman. Yeah. Okay. Bisschen leicht, oder? Ja. Aber kannst theoretisch auch ans dickere Band rangehen. Ja, auf kannst jeden Fall. Rumwickeln wie um den. Könnt euch ja noch zwei Bänder kaufen, weil diese Griffe sind bei Handel, glaube ich, bis. Ich will mich nicht täuschen, aber ich glaube 340 Kilo. 340 Kilo, das heißt, wenn ihr Kreuzheben macht, könnt ihr die dran befestigen. For Shrugs, richtig geil. Einfach die Lange des Schwachs, musst du ja mal so komisch vorbei und hier kannst du sie hier halten. Auch richtig gut. Und fürs Ruderergometer, habe ich vorhin gesehen auf Instagram. Abonniert die bitte mal bei Instagram oder lasst euch da inspirieren, wenn ihr euch die Griffe holt. Mit Johannes 10 könnt ihr nämlich 10% sparen. Ist unten alles verlinkt, aber müsst ihr Zeit eben abwarten. Freunde, es wird einfach hardcore gepumpt. Wir machen Schulterrücken einzeln. Ja. Nur mit Gummi, du nimmst ja sonst sogar noch eine Hantel mit dazu. Ja. Und die nehmen die klassischen Bänder. Ja, im Stehen ist ein bisschen was anderes. Du machst normalerweise im Knien. Okay, hast du weniger Weg. Mal schauen. Also einfach all in, 15 bis 20 Ballern pro Seite. Machen wir immer im Wechsel. Okay. Oh. Alter, das ist ja scheiße schwer. Come on, ballern. Oh, ballern, lass die Ellbogen außen. Habe ich zu viel versprochen? Ist geil, ja. Siehst du, und das sind nur zwei Bänder, Leute. Ich nehme nachher vier. Hammer! Du spinnst doch. Ballern! Easy. Ja. Eine richtig geile Übung, Leute. Wenn ihr Bizeps trainieren wollt, einfach mit dem Körper richtig geil, Ellbogen schön oben lassen. Bam, entspannen. Ich hasse sie. Habe ich nur gemacht, damit ich es euch zeigen kann. Schönes Ding. Boah, mein Bauch. Ja, ist brutal, ne? Ja. Da werden nicht nur die Trizeps trainiert, mein Freund. Push. Ellbogen schön nach oben, nimm die Ellbogen hoch, nach vorne oben. Ja, so ist gut.
So ist gut. Komm mal, zieh. Bam. Ballern, komm, ballern. Zug. Bam. Jawohl. So, ich sehe überall nur Fleisch, Leute. Überall nur Fleisch. Brutal. Und das ohne Fleisch. Veganes Fleisch sozusagen, Freunde. Also ihr könnt wirklich beobachten, wie er sich immer wieder konstant verbessert. Freunde, ich hoffe, ihr seid auf eure Kosten gekommen. Denkt dran, mit Johannes 10 spart ihr auf die Kaffee und alles andere 10%. Die einzelnen kosten 49 Euro. Wenn ihr aber dieses Gym Buddy Package kauft, sind es glaube ich 79 momentan im Angebot. Egal wie, auf alles im Shop Johannes 10. Ne? Wisst ihr Bescheid? Ansonsten habe ich noch was hinzuzufügen. Wenn ihr Infos dazu braucht, schaut bei Instagram vorbei. Abonniert die. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank auch an dich, Paul, mein Dir. Hat Spaß gemacht, ja. Hat geballert. Und ihr abonniert gefälligst den Paul Unterleiten auf YouTube. Danke.